Wir sind endlich mal wieder in den Dolomiten unterwegs und diesmal mit Brettern. Es geht also auf die Piste. Da hinter mir könnt ihr schon richtig schön den Rosengarten sehen. Wart ihr denn auch schon mal in Südtirol zum Skifahren? Wenn ja, wo wart ihr unterwegs? Wie hat es euch gefallen? Schreibt uns das gerne mal unten in die Kommentare hinein. Und wir zeigen euch heute das Skigebiet Carezza Dolomites. Viel Spaß! Auf geht's! Wir fahren heute mit einem Capri-Wettbewerb. So ungefähr zu wetten. Das ist nämlich eine Capri selber mit so einem Deck hier oben drauf, sodass man jetzt richtig schön der Sonne entgegenschweben kann. Das war auf jeden Fall eine Auffahrt, die man mit allen Sinnen genießen konnte. So erlebt man die Bergwelt doch mal ganz anders. Wir sind jetzt hier von Thiers nach oben gekommen, stehen jetzt nun am Pistenplan und können uns einen Überblick über das Skigebiet verschaffen. Es gibt nämlich insgesamt 40 Pistenkilometer. Über die Hälfte der Abfahrten ist blau markiert. Damit ist das Skigebiet auch sehr anfänger- und familienfreundlich und soll auch eines der sonnigsten Gebiete sein. Es gibt nämlich pro Wintertag hier im Schnitt 8 Sonnenstunden. Und ich glaube, wir haben genau so einen Tag erwischt. Und hinter der Kamera ist Felix mit dabei. Hallo Felix. Servus. Bist du jemals schon mal Cabrio gefahren? Nee, ich glaube, das war das erste Mal und dann gleich mit einer Seilbahn. Ja, so geht's mir nämlich auch. Erste Abfahrt von unserem Rosengarten. Zum Einfahren so richtig schön breit, gleichmäßig geneigt. Die Sonne scheint so von oben drauf. Also Skifahren unter der Morgensonne. Ich merke nur, meine Kanten müssen langsam mal zum Service. Ich muss ganz schön arbeiten. Und das schon bei der blauen Piste. Und jetzt kommt ja später noch eine schwarze Abfahrt. Gleich wieder hoch, das Pfälzer Wetter heute ausnutzt. Wie wunderschön hier einfach das Panorama immer ist, da kann man sich gar nicht satt sehen. Wir sind eingebettet zwischen Latte Mar hinter mir und Rosengarten vor uns. Da sieht man auch die imposante Rotwand aufragen. Da führt auch ein ganz spektakulärer Klettersteig nach oben. Da standen wir schon mal ganz oben drauf. Das Video verlinken wir euch mal in der Ecke. Es haben natürlich im Winter auch einfach super schön hier die Pisten vor diesem Rosengarten bergab zu sausen. Dort liegt der Latte Mar, direkt unterhalb die berühmte Weltcup-Abfahrt. Da geht's jetzt hin. Wir sind jetzt zur Bradi Tori weitergefahren. Das ist eine Schwarzpiste, eine der steilsten hier im Skigebiet, mit bis zu 65% Gefälle. Und dort findet auch jährlich im Dezember der Snowboard-Weltcup statt. Und hier unten ist jetzt auch eine Strecke, wo ich mal meine Schwünge üben kann. Da geht es jetzt rechts links an den Fähnchen vorbei. Ich bin mal gespannt, wie viel Zeit ich brauche. Auf die Plätze, fertig, los! In 28 Sekunden nach unten gesaust. Ja, sehr gut. Boah, ist der Schnee heute pulverig. Jetzt geht's ab nach oben zum höchsten Punkt. Da gibt's eine richtig schöne Sonnenterrasse und dort kehren wir jetzt auch ein. Und dann haben wir natürlich noch die längste Abfahrt des Skigebiets. Darauf freue ich mich schon.
Hier auf meiner rechten Seite, da liegt der Kids Snow Park. Der ist super kindgerecht aufbereitet. Ihr seht ja, dass da lauter so Mini-Kicker sind und so verschiedene Elemente, wo man so drüber fahren kann. Da würde ich mich vielleicht auch noch trauen. Da sind wir, suchen uns mal ein schönes Plätzchen. Schön, hier hat man einfach so einen sensationellen Waldblick. Richtig genial. Ich nenne euch mal ein paar Berge, die man von hier oben sieht. Es sind nämlich einige Bekannte dabei. Zum Beispiel das Schlernmassiv dort drüben mit dem Monte Petz. Dann können wir dort den Blick über die hochalpine Bergwelt schweifen lassen. Dort ist auch der höchste Berg Südtirols zu sehen. Da liegt nämlich der Ortler mit über 3900 Metern. Tiefblick ins Eggental. Und dann kommen wir darüber zum Schwarzhorn und auch wieder richtig schön zum Latte Mar. Und auf dieser Seite, da ist die Rotwand. Wir sind jetzt quasi direkt am Fuße. Und dort nehmen wir jetzt auch Platz. Zum Wohl. Tschüss. Mich lacht hier ungefähr alles an. Ich muss aber ein bisschen Platz noch schaffen. Wir kriegen ja heute Abend im Hotel auch noch mal richtig geiles Essen. Das heißt, ich müsste eigentlich was Kleineres bestellen. Und das wäre? Ja, das ist die Frage. Es gibt hier zum Beispiel sowas wie Entrecote, Lounge Burger, hausgemachte Polenta, Gnocchi, klingt alles ziemlich gut. Mhm. Dankeschön. Das sieht gut aus. Ist aber gar nicht so wenig. Mahlzeit. Bei mir gibt's Polenta und Gnocchi. Auch gut, oder? Ich bin ganz schön voll gegessen. Ich bringe bestimmt jetzt einen Kilo mehr auf die Ski. Aber dadurch schaffen wir es jetzt wahrscheinlich auch richtig schnell die längste Abfahrt runter. Wir sind hier gerade noch auf der König-Laurin-Challenge unterwegs. Das ist die längste Abfahrt im Skigebiet. Ein Bild von der Laurins-Lounge oben. Über 1000 Höhenmeter und mehr als 7 Kilometer bis nach Welschnofen hinab. Das erste Stück ist schwarz markiert, war ganz schön anstrengend für die Oberschenkelchen. Jetzt wird es hier ein bisschen gemütlicher. Jetzt zeige ich euch noch mal, wo wir übernachten. Kleine Roomtour. Willkommen in meinem Reich. Da rechts ist direkt das Badezimmer mit der Dusche. Hier kommen wir ins Wohnzimmer mit so einem Kaminfeuer da unten. Hier ist das gemütliche Bettchen und draußen am Balkon haben wir wieder Blick auf den Rosengarten. Wie schön das einfach aussieht, wenn die Dolomitenwände da oben quasi das Glühen beginnen. Dieses Phänomen nennt man Burning Dolomites und das kann man vor allem im Winter beobachten oder in der kalten Jahreszeit, wenn einfach die Sonne besonders tief steht. Dann leuchten diese Felswände zum Teil richtig rot. Habt ihr das auch schon mal irgendwo gesehen? Wenn ja, dann teilt doch auch den Standort, wo man das am besten beobachten kann. Schreibt uns das gerne unten in die Kommentare hinein. Jetzt freue ich mich über jeden Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Denkt an das Abo, um nichts mehr zu verpassen. Und hier kommt ihr zu unserem letzten Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.